Fallen. Da fällt mir auch gerade was ein zum Thema Fallen. So. So. Am besten... Ne, machen wir hier weiter hinten so eine hin. Und hier unten machen wir so eine hin. Da haben wir schon mal das DLC für verschiedene Fallen. Oh, und auch das für Fallen selber. Hm. Sehr gut. Das heißt, wir können den Fallenmeister und die Wandfallen freischalten. Und haben damit eigentlich... Ja, alle wichtigen Räume freigeschalten. Eigentlich alles frei... Ne, alles an die DLCs freigeschalten. Überfallerfolg überall, auf ganzer Linie. Sehr gut. Das heißt, wir haben auch bald genug Geld für den letzten Squad und den stellen wir dann schon mal zusammen. Dunkelzwerg, Höllenhund, eine Succubus und ein Okkuli. Oh je, und eine große Heldenwelle. Ach, sag bloß, die kommt, wenn mein Dungeon-Stufe die nächste Stufe erreicht hat. Das wäre ärgerlich. So, jetzt aber erst einmal da so eine Falle. Die hat er nicht genommen, hä? Nimm die Falle. Jetzt hat er sie genommen, hä? Habe ich was verpasst oder warum habe ich zurzeit keine Wichte? Ach so, weil die alle da oben unterwegs sind. Schätze in den Schatzhort zu packen. So. Du kriegst, ihr geht trainieren. Ihr stellt euch mal alle hier unten auf. So, Materialien mal wieder umwandeln. So, das hat jetzt geklappt. So, das heißt, da kommt noch eine Falle. Warum nimmt er die Falle nicht? Da nimmt er sie. Und die nimmt er auch. Alles verbuggt hier. Alles hoffnungslos verbuggt. Oder ich mache einfach über irgendwas falsch oder übersehe was. So, ich habe noch Platz für eine Falle. So, und mehr Arbeiter. Was mache ich denn jetzt mit dem letzten Punkt? Mist. Egal. Dann bleibt er eben übrig. Ich brauche keine Punkte mehr, so gesehen. Ich hätte mir auch den Punkt für die Fallen aufsparen können. So, jetzt warten wir mal dass die große Heldenwelle kommt. Hier kommt ja in 1,5 Minuten die große Heldenwelle. Ich könnte Tränke für Baal herstellen.
Ja, nö. Dann wird ein DSC-Punkt umsonst. Ich hätte das Fallen-DSC nicht machen sollen. Da hätten wir nämlich noch das Graben gemacht. Und dann hätte ich Maskottchen für die Truppen rufen können, dass sie immer aggressiv bleiben. Das ist nämlich bei den Seelenlosen irgendwie praktischer als bei den Teufelseinheiten. So, noch eine Viertelminute. Dann geht's hier lang weiter. Die große Heldenwelle liefert uns zum Glück auch noch genug Materialien. Jo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Große Heldenwelle. Jo. Out of the pit into a hellhole. Hey Jungs. So, lauft mal durch das Gift und werdet geschwächt dadurch. Nein. Baal. Böser Baal. Du sollst dich nicht alleine mit den allen anlegen. Du sollst nur dafür sorgen, dass sie alle ordentlich sterben. Genauso nämlich. So. Ich habe gerade eben, ohne mit meinen Einheiten noch was zu machen, nur mit Baal und einem Haufen Fallen, gerade eben eine riesen Heldenarmee getötet. Out of the pit into a hell. Jo. Dann heißt es jetzt hier umschauen. Und Heldenschnitzel. Und verdammt viele Materialien haben. Das heißt, wenn ich wieder eine Stufe 3 Einheit bekomme, was hoffentlich vielleicht bald mal der Fall ist, wenn ich mir die so ansehe. Werden die alle abgegradet. Das hier sieht wie ein Turnierplatz aus. Oder wie sowas ähnliches halt. Ah, da lang können wir gehen. Und ja, ich suche erstmal so das Umfeld ab. Wie immer. Ja, Gegner zum Moschen und Kloppen. Nur der letzte Squad wird eine Weile zum Aufleveln brauchen, denke ich mal. Ein Garten. Das sieht fast wieder aus wie eine Bossfight-Arena. Das könnte sogar die Bossfight-Arena sein hier in der Mission. Und ja, ein Bannister hat den Souverän vom Thron gestoßen. Das ist auch peinlich. Oh, das hier sieht nach einem Kryptagebiet aus. Gehen wir erstmal hier lang. Hier sind wir nämlich dann einmal im Kreis gegangen. Passt. Ja, doch. Ah, eine Truhe an den Docks. Auch nicht schlecht. So, Baal. Ach, porten wir Baal schnell. Und wir haben neue Rune erlangt.
So, alle Truppen. Einheit verloren. Gerade in dem Squad, das so gut aussah. Eine Succubus haben wir verloren. Darf doch echt nicht wahr sein. Eine Succubus. Hier rein. Trainier mal. Und die Squads sehen auch wieder alle nicht so besonders toll aus. Flutsch, 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 flutsch. So, die kommen jetzt alle von da oben angerannt, werden geopfert. So, die Succubus. Achso, ich glaube, da war ein Scheusal drin, keine Succubus. Aber ich habe jetzt eine Succubus als Ersatz reingepackt. So. Es fehlt nur noch einer. Ein Squad. So. So, das heißt, wir können alle Truppen wieder hierher porten. So, so, so. Und Baal auch. Baal. I feel the need. Du kannst ruhig helfen beim Maschenball. Kryptagebiet. Das sieht auch aus wie Bossfight-Gebiet. Okay. Also hier oben haben wir einen Tempel von Krypta und das da unten ist wahrscheinlich der Tempel von den anderen, die Samt vorhin erwähnt hatte. Okay. Wirklich noch keiner, der ein Level Up hat? Nein, sind alle nur Stufe 2 bis jetzt. Ihr seht aber gut aus, kurz vorm Stufenaufstieg. Sehr schön. Da wäre der Geheimgang. Beseitige den Bewuchs, der den Geheimgang versperrt. Ja, demnächst. So, hoffentlich wird keiner hier vermöbelt. Nein, das sieht eher so aus, als ob wir Level-Ups kriegen. Und zwar sehr gute Level-Ups sogar. Sehr schön. Er fehlt noch ein bisschen. Ihm fehlt noch ein bisschen. So. Hier ist ein Friedhof für gefallene Helden. So wie das hier fast schon aussieht. Here I go again. 25 Schätze. Juhu. Und da wäre die Überwucherung. Ah ne, die tun wir gleich wegräumen, sobald wir die Jungs hier losgeworden sind. Hier ist auch ein Friedhof. Hm. Ist aber wieder typisch in der Friedhöfen. Geheimgänge zu verstecken. Oder bei Friedhöfen. So. Hier rum, hier haben sich nämlich auch nochmal Helden versteckt. Hä? Wait, du bist hast ein Level Up, sehr schön. Oh, und der Trupp hat auch vollständig ein Level Up. Merke ich gerade jetzt erst.
Das heißt, ich grade jetzt erstmal alles ab. Und ich glaube, ich zauber mal eine Heilaura hier irgendwo rein. Damit mir nichts wegstirbt. So. Du fehlst jetzt nur noch und der untere Trupp fehlt noch. So. Aber erstmal hier alles wegprügeln. Oh, du hast jetzt auch dein Upgrade gekriegt. So. Dann gucken wir noch hier schnell lang. Während wir darauf warten, dass alle Einheiten... Ah, noch mal eine Schatztruhe. Wow, ein voller Stufe 3 Squad. So, 14 Mal. Das ist immer wieder gut. Die Gegner mal ein bisschen wegzuführen. So, vieles nicht mehr. Na, mach die Kiste noch auf. Mhm.